Liebe Schwestern und Brüder, wir sahen bereits gestern Abend, dass das Buch Jesu Sirach einen ganz starken Akzent auf die Gottesfurcht legt. Und im Grunde genommen bleibt sich dieses Buch die ganze Zeit treu. Man könnte sagen, die Einübung in eine geistliche oder fromme Lebensform ist ein Leben lang Einübung in die Gottesfurcht. Mehrfach hören wir das hier im zweiten Kapitel. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, ihr, die ihr den Herrn fürchtet. Es ist nicht nur ungefähr, dass Generationen vor uns, gerade am Beginn des Christentums, bei dem Ideal und der konkreten Suche und Umsetzung nach der apostolischen Lebensform, also das, was die Apostelgeschichte vorgibt, wie man denn als Christ zu leben beginnt, auch ohne Scheu auf die sogenannte Weisheitsliteratur, zu der Jesus Sirach gehört, zurückgreift. Wir neigen heute dazu, sehr schnell zu urteilen über diese Literatur und sagen, ja, das sind Erziehungsideale, das sind ja nicht mehr unsere, das ist ganz verquer, das ist ganz merkwürdig. Selbst die neuesten Kommentare fallen ganz dünn aus, sind ganz dünne, bescheidene Büchlein. Wir nehmen da nicht mehr viel heraus. Vielleicht, weil wir den Punkt verfehlen. Es sind nicht pädagogische Lehrbücher. Es geht hier nicht um Curricula. Diese Bücher sind nicht vom Kultusministerium verfasst mit wechselnden Parteien. Sondern diese Bücher sind Wort Gottes und helfen uns, ein Leben lang uns einzuüben in die Furcht Gottes. Und auch gerade im zweiten Kapitel wird uns verraten, was das Ziel dessen ist. Was ist das Ziel der Gottesfurcht? Er wird deine Wege ebnen. Du kannst auf sein Erbarmen hoffen. Lerne, ihm zu vertrauen. Immerwährende Freude und Erbarmen ist das Ziel. Schau auf das Beispiel der Alten. Wer ist zu Schanden geworden auf diesem Weg? Wer wurde verlassen? Wer wurde nicht erhört? Denn, und das ist der Gott, den wir fürchten lernen sollen, respektieren lernen sollen, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er vergibt die Sünden und hilft zur Zeit der Not.